Ja, Pestcorner zurück auf der Mini-YouTube-Insel. Ich bin wieder am Start, Freunde. Und ich bin gerade hier bei einer Höhle. Ich habe nämlich hier gerade Dias gefarmt für Wurstgewitter und Vlaytube, also 21 insgesamt. Ich hoffe, das wird reichen. Leider konnte ich nicht so viele Dias finden, aber ist auch nicht schlimm. Und ja, okay. Es geht gerade im Chat ab auch. Ist crazy. Und ich wollte noch ein bisschen Bruchtiefenschiefer mitnehmen, weil ich baue gerade an mein Penthouse weiter. Also ich habe im Stream so ein Penthouse angefangen zu bauen. Auf der Mini-Twins und ich wollte heute noch ein bisschen daran arbeiten, sage ich ehrlich. Und ja, okay, wir gehen jetzt hier durch die Frage. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen. Ich habe eine Idee. Ich habe auch nicht auch sofort. Ah, okay, schade. Warte. Und. Was mache ich denn so jetzt? Das waren nur zwei Blöcke. Hier. Zack, easy. Ich habe das Gefühl, die Höhle wurde schon gelootet. Aber ist auch nicht schlimm, Freunde. Nämlich bin ich hier unter Mini-Twins gerade. Und das ist hier wirklich eine XXL-Höhle. Ich dachte mir einfach, ich werde noch hier ein bisschen ein paar Materialien farmen. Für die Base und generell für den Clan. Also ein paar Erze und so, Freunde. Versteht, was ich meine. Hoffentlich. Hier gibt es auch nichts krass, muss man auch sagen. Hier wurde schon fast alles gelootet. Leider. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen hier durch, glaube ich. Ja, hier müssen wir. Wir gehen wieder nach oben. So, okay, wir gehen wieder nach oben. Wir schwimmen nach oben, Freunde. So. Let's go, let's go. Wir gehen endlich mal wieder raus. Seit keine Ahnung, wie viele Stunden habe ich kein Tageslicht mehr gesehen. Ich brauche das Tageslicht dringend. Boah, warte, ein bisschen Laps nehme ich eigentlich auch noch mit. Ist eigentlich geil. Was droppe ich dafür? Hey, hey, blöd Mann. Was willst du? Was willst du? Zack. Ich würde sagen, die Pfeile, die sind eigentlich so nice. Dann für Lapis bis noch mit. Kannst du auch Blade schenken, der muss ja eh enchanten. Perfekt. Super. Gut. Hier oben ist hier. Let's go. Ah, die Höhle werde ich noch definitiv wieder erkunden, weil ich glaube, ich hatte noch mehr Erze als gedacht. Dann schon, wie groß die Höhle ist. Ich hatte safe noch sehr viel Eisen und so. Ich werde noch alles schön mitnehmen. Sind jetzt nicht die Chords extra dafür, Freunde, aber ja, ich lasse da mal so wie es ist, bleiben das Stream. Das hat Kilian jetzt geschrieben. Bleiben das Stream doch noch. Gestern war mein letzter Vorurlaub. Was für ein geheimer Admin von, was geht gerade bei der Mini-Twins ab? Warte, ich schreibe kurz. Was für geheimer Admin. Das labern die von, ich verstehe es selber nicht. Was hier wieder schon abgeht, kein Plan. Entscheidet es. Hä? Gibt es hier einen geheimen Admin oder was auf der Insel? Okay, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Oh, das ist so gut, warte. Was mach ich jetzt? Das ist gar nicht gut. Schaff ich das auch? Ja, geil. Jetzt müssen wir hier hochklettern irgendwie. Beziehungsweise kein Parcours. Oh, ich hab's geschafft. Geil. Okay, nice, nice. Nice Rise, würde ich sagen. Zack. Bauen wir uns hier ein bisschen hoch. Nehmen auch schon das Eisen mit. Boah, das ist auch so viel Eisen. Geil. Das gönne ich mir doch. Fast ein Stack. Und jetzt müssen wir uns hochbauen, oder hoch. Ein bisschen hochschwimmen, besser gesagt. Jetzt halt einfach nur ein bisschen aufpassen. Und zack. Das ist so komisch. Mein Gott, Diggi. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hab's bald geschafft. So, ich hab's, glaube ich, geschafft, oder? Und schon mal hoch. Komm, 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 komm. Und ja, ich hab's geschafft, oder? Ja, let's go.
Let's go, wir haben es geschafft, wir sind wieder frei, Freunde. Let's go. Okay. Da ist nämlich unsere Dings. Ist Bleti eigentlich on? Ja, ist on. Geil, geil. Da gehen wir mal bei Bleti vorbei. Hier werde ich übrigens bauen, das ist hier mein Grundstück und mein Ort, wo ich mein Penthouse baue. Da drin ist auch Bleti, glaube ich. Ja, dort ist er. Ich gehe dem Bre erstmal helfen. Warte, ich drop dir mal die Dias. Oh, Talia von 11. Okay, was willst du mit der Lysias? F in den Chat. So. Ich habe auch sehr viel bluchtiefen Schwung gefarmt. Das kann ich zwar unbrav, warte, ich müsste eigentlich kurz schlafen gehen, sag ich ehrlich. Zack. Ja, komm, ich mach das so. So, warte, ich schau mal, geht schlafen, bitte. Geht schlafen. Alle, bitte. So. Komm, 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 bitte schlaft alle. Tag. Vielleicht wird es ja Tag. Komm bitte. Endgott, mach bitte, dass Tag wird. Ich will Tag, ich will Licht. Boah. Der Endgott hat auf mich gehört, Freunde. Der Endgott hat auf den Endkrieger gehört. Danke, sehr geehrter Endgott. Geil, geil, geil. Ey, du böser, Bösewicht, komm her. Oh. So. Jetzt können wir weitermachen. Wie? G Late Tube. Warte, ich glaube, das habe ich mal geschrieben. Boah, Junge, das sieht komplett aus. Ich glaube, das ist böse geworden. MSG Blade Tube. Ja, Gott. Ich glaube, ich habe ihn geflüstert, oder? MSG Vlate YouTube. Nein, alles gut. Danke trotzdem. So, okay. Perfekt. Der Jedermann will uns auf jeden Fall helfen beim Penthouse-Aufbau, aber der weiß ja nicht, wie ich das baue, deswegen, dass ich so gut warte. Ich schenke noch ein paar Lapis, Freunde, wenn schon dort ist. Ey. Blöder Creeper, du explodierst hier nicht meiner Gegend. Haben wir es verstanden? Okay, gehen wir bei Vlate. So, ich gehe mal bei ihm vorbei. Der wohnt nämlich direkt neben mir, Freunde. Also das ist auch mein Nachbar. Zu geil. Gut, natürlich als Nachbar schenke ich ihm jetzt auch ein paar Items. Ich will ja ein guter Nachbar sein. Blade. Schenke dir was als Netter. Und ich schenke ihm noch Eisen. Komm her. Zack, 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 zack. Ein bisschen Gold. Auf süß. Bisschen Obi. Zack, zack. Also random. Was kann ich noch schenken? Ein paar Fackeln würde ich sagen. Zack, zack, zack. Kann er schön beim Bauen verwenden.
So, okay, hat hier so ein Portal noch, das ist eigentlich voll geil, dann können wir den Event danken, so, bitte, gerne. Bitte. Bitte. Okay, ich würde sagen, wir fangen schon mal an zu bauen, nämlich dachte mir, ich hätte den Boden von unserem Penthouse auch aus Holz machen, also aus Holz wird der Boden bestehen. Weil es einfach gut aussieht. Sag ich ehrlich, es sieht doch einfach schön aus. Also das Holz in Minecraft finde ich einfach schön. Und ich glaube, das könnte auch sehr nice aussehen. Oder entweder aus Kalzit, weißer Beton oder Holz. Weil alles ist eigentlich schön. Ich würde schon fast sagen, wir machen schon mal ein paar Blöcke daraus. Nämlich werde mein Penthouse aus diesen Blöcken bauen. Sieht schon geil aussehen. Zack. Und dann machen wir das. Dann machen wir das nochmal so da. Komm, ich mach das alles mal so. Bam, 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 bam. So, ich finde das Block so schön, vor allem allein schon dieser polierte Tiefenschiefer sieht so geil aus. So, da kann ich noch ein bisschen mehr machen. Wie geil, dass ich auch so viel Tiefenschiefer noch gefarmt habe. Das ist eigentlich ganz geil. Ich kann so geile Sachen damit bauen. Das ist mega nice. So, bam, bam, bam. Boah, Kilian, es geht. Was macht denn Kilian hier? Warum springt er so hoch? Was ist mit ihm los? Bist der Nächste. Was los mit dir? Was ist los mit dir? Was will Joven von mir, Digga? Mich angreife oder was, da bereite ich mich direkt mal vor. Zack, Goldäpfel nehme ich mal raus. Mein Bogen muss hier hin. So, ich muss vorbereitet sein. Enderperlen, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was mit Lujovin los ist. Ganz komisch drauf, der Typ. Der ist, glaube ich, auf den Kopf gefallen oder so. Ah ja, ich bin auf jeden Fall vorbereitet, falls was passieren soll. Ich baue einfach mal weiter. Ich will das einfach mal. Bam, 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 bam. Was mit Juven los? Der dreht komplett durch. Ich glaube, der ist der Nächste, der böse wird. Warte, wer ist das dort hinten? Das ist Kilian. Ich dachte schon, das wäre Juven. Jetzt da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn Juven hier kommen soll, dann wird er schon eine Gefahr sein. Wurde nie ernst genommen. Das wäre ernst. Still, Junge. Still. Jemand, der jetzt kommt am Rand durch. So. Okay, Freunde, ich muss jetzt noch ein bisschen. Ich muss mir noch überlegen, mit was ich den Boden mache. Also, ich habe überlegt, was ich muss mal schauen, welches Block geil aussieht, wenn ich das bläse. Zum Beispiel das oder das. Das ist halt schwierig. Ich finde halt beides geil, aber ich will schon den schwarzen. Geiler, den wirklich, den kommt schwarzen, den hier. Den tiefen Schieferfüßen. So, die Pfeile, die lasse ich mal hier. Boden. Die Winseln. Und Kilian war hier gerade, oder? Kilian war hier gerade vorhin.
Ah, dort ist er. Dort ist er. Denkt, ich habe ihn nicht gesehen. Kili. Was macht Kilian, Freunde? Das ist sein Ernst? Kilian! Oh mein Gott, Digga. Tschüss! Mein Gott! Oder? Was passiert hier? Ist das ein Ernst? Leute, ist das ein Ernst? Mein Gott! Ja, das Enderpearl verkackt. Mein Gott. Ist das dein Ernst, Junge? Der nimmt alles Stärke full. Der mich komplett verarschen. Er ist wirklich vorbereitet für alles, der Eklige. Gott, ich muss verstecken schon. Nichts findet. Gegessen. Bei Berg, oh mein Gott. Wer mich jetzt findet, Freunde, habe ich auch nicht gegessen. Freunde, der ist dort oben, der ist dort oben. Mein Gott, ich habe Angst davon. Hab ich gesehen. Digga, Freunde, der hat Stärktank, der hat alles, müsst du aufpassen. Ich habe jetzt zwei Gaps gewastet. Ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich habe auch keine Enderperlen mehr. Ich muss dringend nächste Folge Enderperlen fahren. Ich glaube, uns besteht ein fetter Krieg vor. Kilian, der Eklige, der hat Stärktank, der hat alles. Der hat mich fast geklebt. Ey, das war so riskant, ne? Ich war gar nicht vorbereitet. Ich war gar nicht vorbereitet für diesen Kampf. Der Eklige greift dich einfach an. Junge, Junge. Wo ist der Typ? Ich sag, nehmt dich nicht mehr. Bin beim Berg. Soll ich mal dorthin gehen, Freunde? Ich sag euch ehrlich, ich glaube schon. Ich kann nicht ganz sagen, hier chillen. Ja, komm, ich verpiss mich jetzt kurz. Oh mein Gott, weg, 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 weg. Dringend, der hat Stärktank, er hat alles, er hat so viele Enderperlen, glaube ich, noch. Müssen so aufpassen, seid ihr mir? Okay, gut. Ich bin bei Berg. Ganz schade, dass ich komme, dann weiß ja Kilian. Ich muss heimlich dort oben gehen.
Oh mein Gott, Digga, an der ich hingehe ist. Das könnte so riskant werden. Ich nehme mal einen Bogen in der Hand. Das habe ich verzaubert, nix. Aber ist egal. Boah, der bedroht Playtube. Wir haben ihn geschenkt. Das ist so gut, dass hier ein Enderman ist. Komm her, Bro. Das mit dich nehme ich mal mit. Na, der hat nichts gejobbt, Mann. Dann hol ich sie mir. Ey, Digga, wie der droht, ne? Wenn was drehen die so fett durch, Digga, das geht ja gar nicht. Junge, das geht gar nicht, wie sie hier mit anderen umgehen. Ey, das ist so frech, was die machen, ne? So frech. Letzter Tag, Digga, zweitletzter Tag. Ich kann nicht mal in Ruhe mein Penthouse bauen. Die nerven so fett, ne? Also Jovin und Kian sehen so durch. Ist mir klar, Digga, also das geht nicht. Das geht zu weit. Ilian wird Gute, was ist aus dir geworden? Ich hoffe so sehr, dass Welttyp die in der Ender-Chest gepackt hat. Das waren 21 Dias. Wenn du jetzt wirklich drauf gehst, Welttyp, dann kann ich auch nichts dafür. Dann nervst du mich auch wieder zu farmen. Weil extra dafür gibt es ja einen Ender-Chest. Frag deinen Ton. Ey, von dem, was macht denn auch Tal? Warte, ich muss die heimlich beobachten. Die sagt ja, ich gehe jetzt heimlich dort drüben. Ist gerade bei Vlaytube. Ich check mal ab, was er so macht mit Vlaytube. Digga, das ist so ehrenlos, was er macht. Ne? Das ist so ehrenlos. Hab ich noch Essen? Ja. Weg. Da denkst du auch nur ein paar Enderperlen, dann ist das easy von mir. Kilan ist so gut im Jagen, dass er das Ding. Er ist zwar sehr anstrengend und sowas entkommen angeht, aber wenn man so ein paar Enderperlen wirft, dann ist man auch weg. Freunde, hat man ja gerade vorhin gesehen. Gibt Dias und spreng ich aus. Digga, dreht der komplett durch? Was ist mit ihm los? Freunde, nee, Digga, das geht zu weit, das geht zu weit. Das geht zu weit, was er macht. Ich erkenne Kilian gar nicht mehr wieder, sag ich ehrlich. Und ich muss dahin, ich muss dahin. Ich glaube, sein Stärktank ist auch abgelaufen. Das ist eigentlich ganz geil. Falls ich gleich angreife, dass er dann nicht zu viel Damage macht. Aber bevor ich dort oben gehe, muss ich noch was kontrollieren. Habe ich noch ein paar Items? Nee, warte, ich muss kurz so. Das und das und das so. Okay, perfekt. Habe ich gerade gesehen. Ey, Tal, so ein Aus macht so auffällig, Bro. Tal, Junge. Was verfolgt er mich denn die ganze Zeit, Mann? Tal, was machst du denn? Ey, das ist so ein Dulli. Der folgt mich jetzt und dann werde ich auch erwischt. Ich werde hier sein Haus dort oben.
Weil die Zombies machen das so auffällig. Okay, Freunde, was macht Kilian dort? Was macht Kilian dort? Ist auch, was, mein Totem ist auch weg, Mann, Digga. Das triggert mich auch so hart gerade. Ich muss Schild ausrüsten, was mache ich denn auch? Egal, falls ein Kampf kommt, dann werde ich mein Schild ausrüsten. Und der Kilian ist dort. Ich hab gesehen. Hat er mich gerade gesehen, der Dulli? Ich glaube schon. Das habe ich gesehen. Habe ich das gesehen? Zombies, Digga, das sind dreckige Zombies. Ja, soll ich mich einmischen, Freunde? Das geht wirklich zu weit. Ich kann das nicht auf mich zusehen. Der Kilian dreht hier wirklich durch. Ich muss, glaube ich, mich einmischen. Wo sind die denn jetzt? Sneak die oder was? Haben die mich bemerkt? Weg schnell. Oh mein Gott, Digi, wie knapp war das, als ob er nicht gesehen hat. Als ob. Mein Gott. Freunde, was geht gerade ab? Wie spannend ist das? Kann mir das jemand erklären? Oh mein Gott, Digi, das ist ja so auffällig gerade. Oh mein Gott. Bro, das kann es wirklich. Ich glaube, da habe ich bemerkt, oder? Der arme Blade-Typ, der haut einfach ab aus seinem eigenen Zuhause. Der tut mir so leid. Da sieht man, dass die Feuerkrieger auch böse sind, ganz ehrlich, weil man sieht das einfach. Ich hoffe, der Endgott wird uns helfen gleich. Kleinst dort unten. Der Arme wurde von Kilian geschlagen. Digga, das geht zu weit. Du hast seinen ganzen Stuff wahrscheinlich jetzt verloren. Und ich schaue wie ein Dulli zu, Digga, das geht zu weit. Nee. Boah, ich glaube, Blade-Typ ist mies sauer. Was soll ich denn machen, Freunde? Der hat Stärke, denke, er hat alles. Ich kann leider nichts machen. Was soll ich denn machen, Freunde? Ey, wie der ihn droht. Nee, Digga, es reißt. Hätte ich nur eine Enderperle. Freunde, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Ich werde jetzt Dias, beziehungsweise ich werde Farm gehen. So, Freunde. Ich habe zwar gesehen, wahrscheinlich im Name-Tag, aber ich war's ab.
Ich muss unbedingt Enderman finden, bitte. Ich muss Nether gehen, sag ich ehrlich. Ich muss kurz Nether gehen. Das ausrüsten. Soll ich das riskieren, Freunde? Ich riskiere meinen ganzen Loot, aber ich habe halt auch keine Perlen, Mann. Ey, von was haben wir gemacht? Ich habe keine Enderperlen. Hätte ich nur ein paar Enderperlen, zwei Stück, wären ausreichend. Zwei Stück wären perfekt, sag ich ehrlich. Dann würde ich wirklich im Kampf reingehen. Ich habe halt keine Enderperlen, das ist das Ding. Gibt ja sonst zweiter Tod. Digga, wen droht, ne? Droh ihn nicht. Droh ich ihn. Oh, nein, der arme Freund. Eigentlich muss ich ihm komplett helfen, aber ich will nicht meinen Stuff riskieren. Für sowas. Ich meine, ich würde ihm ja dann helfen, aber wir hätten dann beide keinen Loot am Ende, wenn er uns killt. Ich brauche nur ein paar Enderperlen, falls es knapp wird, dann kann ich kurz weg. Mich TPen. Aber ich finde kein Enderman, ich muss wieder dort oben gehen. Der Arme tut mir so leid. So, ich will sagen, ich mache kurz keinen Cut, bis ich ein paar Perlen gefunden habe, Freunde. So, Freunde, ich habe leider keine Lösung gefunden, gar nichts, aber alles gut, Freunde, ich sage euch ehrlich, ich werde ihn jetzt einfach angreifen. Ich habe zwar keine Enderperlen, nichts, aber es geht auch zu weit, was er macht. Deswegen werde ich ihn jetzt gleich angreifen. Ich werde mich jetzt wieder ranschleichen. Ich hoffe, dass er mich bemerkt, ich werde von oben ihn angreifen, wenn er bei der Dings ist. Da wird er sehen, was er davon hat. Ich hoffe, ich überlebe das Ganze. Ich habe zur Not ein Gap. Ich esse das auch kurz vor Kampf, bevor ich mich runterbaue. Da werde ich wirklich ausrasten, sag ich ehrlich. So, schau ich den an, Bann, ha. Ah, da hat er es verlassen. Boah, der hat Bann kassiert, glaube ich, da haben. Mein Gott. Okay, sie hatte. Okay, den Spiel ausgeschaltet, den Creeper. Das ist der nächste. Ich ziehe auch durch, jetzt ist es durch. So, Freunde, ich baue jetzt einen Ort. So, komm her, Kilian, komm her. So. Ey, Kampf, komm, Kampf. Bis zum Kampf, bis zum Tod. Na, komm, Kilian. Für Blade Tube. Mein Gott, ich muss aufmachen, ich muss aufmachen. Ich muss auf mein Leben achten, ich muss auf mein Leben achten, ich muss auf mein Leben achten, oh mein Gott. Mein Gott, was war das? Ich habe leider keine Dings mehr gehabt. Ich glaube, ich meine zwei Gaps noch völlig verschwendet. Ich dachte, ich werde ihn down kriegen. Und ich habe auch sein Totem gepoppt. Ich wollte ihn noch down kriegen, Mann. Schade, Digga. Hat leider nicht geklappt. Aber ich sage euch ehrlich, ich würde dich, glaube ich, nochmal anschleichen. Aber nee, es ist zu riskant mit zwei Gaps. Perfekte Bild. Okay, Freunde. Ich würde damit sagen, nächste Folge wird es richtig krachen, Freunde. Ich werde heute noch sehr viel farmen müssen, sehr viele Erze farmen. Ich werde mir Gaps craften, ich werde mir Tränke machen, alles, dass ich nächstes Mal voll ready bin.
Ich werde auch sehr viele Totems noch farmen. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Mini-YouTube-Bands. Haut rein und vergesst. Ciao.